Hallo, willkommen zurück. Wir sind. Aber mir liegt's auch gerade. Hallo und willkommen zurück. Sind auf 7 Days to Die. Wir haben weitere Verstärkung gekriegt. Der Dirk ist gekommen. Hi, Dirk. Hallo Nia. Hi, Grüße Dirk. euch. Den haben wir gerade in der Botanik abgeholt. Ich. Und jetzt versammeln die anderen sich auch, und damit wir das auch noch sicher nach Hause schaffen. Sollten wir doch hinkriegen. Der war ja wirklich am anderen Ende der Map fast, aber. Es hat sich gelohnt. Viel aufgedeckt. Und ich habe schon wieder die Taschen voll. Hurra. Hast du Ja. nicht schon noch ein bisschen Sand für lasse, damit er deinen Bunker weiterbauen kann? Ich ritze gerade ein Stück Hauswand ab. Oh ja, das Bett ist ja schon riesengroß. Habe ich Ich gar nicht hole gesehen. Holz. Habe ich ja gar nicht gesehen. Soll ich dir direkt mal eine gute Axt geben? Wenn ich eine kriegen kann, bin Ja ich sehr klar. dankbar. Ich kann dir Kann ich die dir eine eine. 5-7er geben? Ich habe Aber eine. bevor der was macht, am besten den Schlafsack setzen. Ja, stimmt. Geh mal erstmal direkt ins Haus, Dirk. Komm mal mit. Wir gehen erstmal ins Haus. Ich hab nur einen Schlafsack über. Den Komm mal habe ich in mit. den Holzschrank gemacht. Wo ist der Also da Dirk denn jetzt hin? hinten. Ich sehe den gar nicht. Ah, da ist er. Oh, da hast du Hallo. vollkommen recht. Hallo. Hallo. Ja, er wieder mit seiner. Was war das denn? Salut. Hallo. Jetzt war wieder Hi, was. Hi, Lasse. Seht ihr? Er ist auch dabei. Wer hat sich schon Sorgen gemacht? Seid ehrlich. Was sieht das hier denn aus? So, Wie hier geil ist hochhüpfen, das dann denn? kannst du die Leiter hochklettern. Ah, du kennst alles schon. Okay, super. Miau. Ich schätze mal, da werden wohl keine Untoten durchkommen, oder? Naja, Tag 14 steht vor der Tür, ne? Große Horde. So, ich mach mal die Brücke auf. Ja, genau, machen wir alles dicht. Kannst du, Dirk? Das ist ja cool hier. Dirk, hier ist ein Bettroll. Hier, ich hab's fallen lassen. Hast du? Ja, Jawohl. genau. Kannst du dann auch hier platzieren. Warte mal, ich klopf mal eben den Tisch da weg. Den brauchen wir eh nicht mehr. So, haben wir wieder Platz. So, du hast ein bisschen Sand wieder. Hier ist auch die Axt für dich. Entfernen. So. Danke sehr. Ah, Schlafsack ist gesetzt. Hast du jetzt auch da oben dein Schlafsack-Symbol, ne, im Radar? Ja. Im Bett, sauber, dann stimmt alles. So, dann führen wir dich mal rum. Also hier so oberer Bereich. Dann haben wir halt angefangen. Was machst du hier jetzt, Lasse? Lasse macht schon Concrete. Beton. Ah, der macht jetzt hier Beton. Dann hatten wir hier unten ein bisschen was verstärkt, so die kleine Küche. Achtung, direkt hinter dir. Pass auf. Die kleine Küche. Das Sieht war das geil aus. ja alles. Das haben wir nur abgegradet. Jetzt kommen wir mal zum Lasse sein Lieblingsprojekt. Also Essen ist im Kühlschrank, Wasser im Kühlschrank und der Kiste darüber. Wenn du Hunger haben solltest, bedien dich. Der Eingang vom Bunker wird auch gerade noch betoniert. Okay. Ich habe gelesen, dass das Owl Chum Sandwich soll wohl irgendwie vergiftet sein. Ja, das ist Ja, das Grüne, altes ja. verschimmeltes Sandwich. Wir waren es nur Macht auf, denke ich auch vielleicht Sinn. kommt noch was damit. Ich habe hier Fleisch, Raw Meat. Wo kann ich das hin tun? In den Kühlschrank? Hier, komm mit direkt ins Feuer. Deins Feuer, ich guck mal, ob ich noch Eier habe, dann können wir direkt Eier und Bacon machen. Ja, kann man. Wenn du hast, hier. Oh ja, ich muss was essen und was trinken. Ins Feuer. Kommt das in Output rein? Ah, leg einfach im Output, ich koche das jetzt direkt. Weil das gibt die beste Wellen. Das kannst du aus dem Kühlschrank Eier und Speck essen. Hallo? Ja. Wo hast du den Sand denn? Wie bei der Ähm. Fortune die Kiste. Und 12 Bacon Eggs. Das lohnt. Ah, da draußen Das ist schon war's, wieder was Gamer. los. Ja. Das war, wie du schon sagtest, treffend. So, ich kaufe jetzt Dann komm mal mit, 1180 Dirk. Konkret. Das letzte. Oh, wow. Letztes vom Lasse. Sein Projekt. Lasse, willst du selber rumführen? Dann brauche ich mich da nicht verlaufen. Ja klar, ich komm. Supi. Dann weiß er nämlich schon mal, wo Kann alles ist. man vom Inventar was aufspalten, dass man in dem Sinne nicht alles nimmt? Rechte Maustaste. Olli? Ist immer halbiert, ja? Hast du 4 Woodframes? Woodframe ist hier nicht. Wofür, dann mache ich kurz welche. Ja, wow, okay. Ja, stimmt. Ich habe ja eigentlich immer so einen Müll in den Inventar.
So, kurz darüber klar. Kalle, rüstest du ihn mit Rüstungen aus? Ja. Ich habe AK-47 Schematics. Nice. Boah, hier erschreckt man sich ja voll, ja. Dirk, guck mal hier in, den, hier in die kaputte Kapuze. Guck mal da rein, das Rüstung. Dirk, komm mal her. Kalle, bist du das jetzt? Ja. Ja, hier. Bist du denn? Hunting Rifle Receiver. Ja, okay. Okay. Guck mal da rein. Search Cupboard. Hunting. Ach, die Kisten brauchen unbedingt eine Suchmechanik. Okay. Was muss ich jetzt tun? Ausrüsten. Scrap Helmet. Nicht Scrap Equip oder Wear. Scrap Armor. Oh, also die Rüstung ist für jeden zugänglich. Auch. Ja. Black alles muss jeder kräften wegen Leveln, ne? Wo ist denn jetzt das Hunting Stock hin? Hab ich doch gerade noch in Eingang gehabt. Bin ich denn so Vielen Dank, Jungs. Ist alles da. Problem. Weil man ja leveln muss, muss man auch jede Menge craften. So, jetzt habe ich doch eben. Shotgun. Neues Teil da, wo ist das jetzt hin? Dickes und zugenäht. Halte ich schon wieder vor. Oh, Brüder. Das ist dick. Da ist es doch. Assemble. Auch? Och man, das passt auch nicht. Das hat ein Blödsinn. Naja. Hunting Rifle geht leider immer noch nicht. Ich habe hier unterwegs was aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Lead Trophy. Ja, kann Blei. Einschmelzen, Blei. Dann habe ich hier Brass-Trophy. Auch einschmelzen. No? Direkt in die Forge. 14 Stück. Was? Dafür Waffenreparatur-Kits. Und hier ist der Rocket Launcher Schematik. Wer ja, hier. Ja. Olli. Hier. Ja. Ich droppe das hier mal. Ja. Unser Faust. Die zwei Kisten da oben sind aber auch im Moment leer. Da kann man sich auch dann reinmüllen, wenn man nicht weiß, wohin. Ich gucke immer Hast regelmäßig und räume auf. Ja, ich hab's. Ich fange gerade an zu lernen. Olli? Ja? Du hast auch einen Rocket Bullet, den Rocket Tip, oder? Ich habe zwei Rocket Teile, glaube ich, ja. Und Rocket Case, gut. Weiß ich nicht, was für Dinger, ich gehe mal gucken. Das ist ziemlich viel Zeug und das ist alles nicht kompatibel, das ist immer ein bisschen blöd. Shotgun, 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 Shotgun. Shotgun, Shotgun. Ja, Pistole, Pistole. Ich habe einen Rocket Launcher Barrel. Und das war's. Ich habe hier noch allerlei Dinge. Wo kann ich für euch jetzt was reinlegen, was ihr dann in dem Sinne da rausnehmen könnt? Da, hier oben in die zwei würde ich es erstmal tun. Ich sortiere es dann weg. Hier ist, ich versuche immer ein bisschen Ordnung zu halten. Ist auch eine super Sache. Da ist Honig. Ja, der heilt ich. Small Stone. Die obersten zwei, ne? Ganz rechts in der Ecke. Die sollten leer sein. Ich tue mal alles rein, was ich gefunden habe. Ja. Ja? Das mit der Treppe tut mir ein bisschen leid. Okay. Guck. Guck dir, oh schön. Guck dir die Kisten durch, dann weißt du, wo was drin ist. Brauchst du nicht lange suchen. Oh, geil. Noch ein extra Zusatzraum. Guck dir die Kisten an, da ist Medizin und Waffen und Munition. Hier ist 143 Holz, habe ich da. Ich habe jetzt alles rausgenommen aus dem Fach, was ich jetzt nicht vertrage. Ja, darf ich noch mal kurz an die Fortschritte? Ganz kurz. Was ist ein Landclimb-Block? Ah, den kannst du scrappen, weil wir alleine spielen. Sonst könntest du dir ein Gebietsstück sichern. Wo du bauen willst, aber wir sind ja allein hier. So, ich schmeiß grad nochmal 10, 15 Stahl an. Für Merit, für die Tools. Ja. Okay, das gab wieder ein paar Pistolenhülsen. Sehr schön. Kann man gut gebrauchen. In der Chest. Von den oberen beiden, die linke. Da habe ich gerade Sachen reingetan. Ja, ich guck gleich durch. Schmelzen wir mal jetzt zwischendurch was weg. Resten so ein Zeugs. Und dann kannst du. Was. Worauf hättest du Lust zu machen, Dirk? Und was könnte der Dirk machen und lernen? Da kann er doch dann. Ressourcentechnisch sind wir gut, kann er doch leveln gehen. Also craften ohne Ende. Ich habe da oben auch erstmal so Quests, die ich erstmal ganz langsam anfange. Start Base steht da, Craft Wood Frame, Place Wood Frame, Upgrade und so weiter. Richtig, genau. Kannst du alles in aller Ruhe machen. Ressourcen sollten alles hier genug da sein. Ja.
Federn. Hast du da eine Wummel in der Hand, Lasse? Jupp. Stein, ja Fiber. Oh, das ist cool. Willst du sie mal hören? Nein, lieber nicht. Das ich glaube, das war am Anfang nie schon, oder? Ja. Verwende sie lieber gegenüber den Viechern da draußen. Das ist mir lieber. Ja, die zerlegen sich meistens noch alleine. Morgen Nacht haben wir ein Problem. Wo ist das Mistvieh? Ich sehe es nicht mal. Wer macht denn hier 539er Steinäxte? Warte. Ich muss mich erst noch ein bisschen durch das Crafting-Menü so informieren. So. Oh, was ist denn jetzt los? Uhrzeit? 8, 0 Uhr. Ja, da habe ich noch ein paar Painkillers. Hier ist noch ein gutes Bandana. Bei über 200. Kann ja hier alles irgendwie mehrschichtig tragen. Alex? Ja? Soll ich dir mal unseren Bunker zeigen? Auf jeden, der muss sich recht finden. Bitte was? Soll ich dir mal unseren Bunker zeigen? Ja, gleich. Moment, ich muss mal... Alles warte klar. Kurz. Unten hast du ja noch Ruhe. Ist ziemlich ruhig. eine Frage, wie habt ihr den Sound geregelt? Ich höre euch meistens jetzt im Moment nicht so sonderlich gut. Weil der Spielsound zu laut ist? Ja, ich habe meinen auf unter 50%, 48 oder so. Und höre immer noch alles. Muss aber selber finden. So, Medusin. Ich bin bei Overall Sound 10 und bei Ambient Sound 20. Ja. Okay, Lasse. Stehst da vor der Bunkertür? Ja. 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 Er ist da fleißig am Bauen. Das ist echt seine Welt. Der verschwindet da tagelang, kommt hoch und sagt, guck mal. Komm mit. Ah, dann gehen wir mal gucken. Oder er schreit, ich brauch Sand. So, Muni ist kaum noch da. Die Tür da. Zumachen? Null, kannst du offen lassen. Guck, das, wo du da drin stehst, ist die erste Schleuse. Dass, falls irgendwann mal Zombies reinkommen, kann man sie durch die Gitter erschießen. Oder in die Luft jagen, wie man will. gute Sache. Guck, dann ist hier drüben einmal der Lagerraum. Andere Seite. Ich habe selber noch kein Licht, ich sehe im Dunkeln nicht viel. Okay, dann... Da unten geht's zur Mine. Ja, hier wird halt geschmolzen. Da oben kannst du dich reinmüllen, wenn du von heute von der Nutte zurückkommst. Ja, okay. Hier drüben habe ich dann noch eingeplant, mit einem Betonmischer und einer Werkbank hinzustellen. Ja, das finde ich gut. Alles klar. Hier halt verschiedene Kisten für das verschiedene Zeug. So, die kriegt der Dirk noch. Da kann ich ja erstmal so ein bisschen forschen und selber gucken, was ich irgendwie kann und hinkriege. Ja. Das ist eine gute Sache. Craften und dich hochbringen vom Level her. Ressourcen sind massig da. Hier drüben in dem Raum kommt dann später die Küche rein. Ich sehe rein, sie ist dunkel. Echt dunkel. Ich könnte meinen Mining-Helm mal eben runterschmeißen. Nein, nein. Jetzt habe ich eine Fackel. Hier unten ist ein Metall. Ah, hast du hier, Warum können wir noch keine... Ah, warte mal. Ach, das ist der Metallboden, der noch gemacht werden muss, richtig? Flaming Arrows, die kann ich doch jetzt. Groundpack Flaming Arrows, oder? Jo, komm mal mit. Das wird nice, das wird richtig nice. Hier hinten geht es dann durch die zweite kleinere Schleuse in den Bodenbereich. Also ist das in dem Sinne so, das wird immer heftiger, immer schwieriger, je weiter das in den Tagen und in der Zeit geht. Und die Monster werden nachher so schwer, dass man sich wirklich in so einem Bunker verstecken muss. Ich weiß es nicht. Was ist meine Befürchtung? Hey, und wenn das so wird? Ich habe vorgesorgt. Stimmt. Hier sind überall Schießscharten drin. Ja. Der vergisst nichts. Einen von den drei Räumen, die wohl jetzt hier hinten drin sind, kannst du dir dann aussuchen für dein eigenes Zuhause. Beziehungsweise für deinen privaten Raum. Coole Sache. Dirk, wenn du oben bist, sagst du eben Bescheid. Ich habe noch ein Jagdmesser für dich. Ja, Moment. Ja, klar. Nur nicht, dass du an mir vorbeiläufst. Du kannst direkt mitnehmen. Das hier unten, das muss echt eine enorme Arbeit sein oder gewesen sein. Ja. Ist eine Arbeit. Oh,
So, jeder, der jetzt was anderes sagt, lügt. So. Bist du da? Super. Hinter dir. Super, super, super. Ach, oh mach. Ja, stimmt. Lasse, wolltest du mir nicht noch eine bessere Werkzeug geben? Hast du ein Jagdmesser? Hast du es? Ground, ich stehe hier hinten bei der Forge. Dann hat der Lasse es gerade auf. Nee, ist klar. So, dann hier. Nee, Lasse kommt gerade hoch. Ich so. Hab noch was für. Ja. Hast du jetzt, Hunting? Ne? Hunting Knife, ja. Ja, genau. Jagdmesser zum Tier auseinandernehmen und so. Ja. Ja, jetzt mal. Merix? Brauch ich denn noch? Ja. Gunpowder. Komm mal in die Kiste über der Forge unten rechts. Drin. In hier oben drin. Die Kiste über, oh, über der Forge? In die Kiste da über der drin. Forge? Ich glaube, Kalle ist gerade dran. Ja. Ja, das ist das einzige Blade. Was fehlt dem denn jetzt? Ach, Steel Arrows brauchst du für Flame Arrows. Gar nichts. Wer hat die Kiste zugeschlossen? Ich nicht. Vielleicht doch? Nee, glaube ich nicht. Ich habe nicht lange E gedrückt. Obwohl. Naja, ich würde es aber ausschließen. Scheiße. Einer, der sie gesetzt hat, der müsste sie wieder aufschließen. Das warst du, Olli. Ich habe die gesetzt da oben? Weiß es nicht. Ich kann sie auf jeden Fall nicht anlocken. Also, anscheinend, ja. Was bin ich ein Troll, ey? Wie habe ich das denn geschafft? Würde ich echt gerne mal wissen, ey. Also reingucken kann ich nicht. Ich meine, ich hätte vorhin ja. Mal gesehen, dass da haufenweise. War fehlerhaft abgeschlossen. Ich glaub, dass da haufenweise Erze und Steine und sowas drin ist, genau. Oder, Kalle? Ja? Ich hab meine Werkzeuge. Hast du die gerade aus der Ding genommen? Ja, du wolltest mir sowieso noch Werkzeuge machen. Dann kriegt ihr die besseren. Ja. Steel. Steel Crossbow. Die nächsten 10 Punkte sind available. Oh, available. Nicht schlecht. So, wie mache ich denn jetzt die Steel Arrowheads? Du kannst sie in der Forge machen. Ah, in der Forge, alles klar. Good. Brauchst aber noch den Caliper, den Meshieber. Ah, nein. Dann gibt's doch keine Flaming Arrows. Ach du Schande, hier steht. Ich bin infected oder so. Use Antibiotics. Ja, zweite Kiste hier. Antibiotics. Ja. Ja. Die mit der blauen Kappe. Antibiotika. Die mit der blauen Kappe. Schmeißt dir eine rein. Oh nein, er ist infiziert. Schlag ihn tot. Ich will ihn nicht tot schlagen. Nee, ich auch nicht. Ich gerade das angekommen. Olli. Ja, du mit deiner Bombenknarre. Echte Bombenknarre. Na, hier ist noch Honig. Ja, das wollte ich doch eigentlich. Was wolltest du? Den Honig. Nimm Antibiotis. Wirken besser, glaube ich. Nee, Honig macht eigentlich genau dasselbe. Ja? Weil die Antibiotika haut so schnell rein. Dachte, das wäre schneller. Nur bei Stufe 1. Wenn der schon Stufe 2 ist, dann hat er schon verkackt. Ja. Okay. Hey, keine Eier. Du bist ein Zombie. Gerade in die Kiste von der Medizin gepackt. In der Medizinkiste. Bitte aufpassen, es könnte geklaut werden. Oh. Okay. Okay, alles klar. Ja? Jo, ist weg. Sehr gut. Eier und Speck. Hör doch mal auf, da rumzuballern, Mensch. Ich glaube, der tötet die Zombie-Lies. Ich weiß gar nicht, wo der die Munition überhaupt herkriegt, ey, voll krass. Oh was? Ja, da kommt eine ganze Frauenarmada. Was? Okay, wenn ich kurz vor denen stehe, dann ist es One-Hit. Okay. In der letzten Kiste sind massig Pfeile. Deckt euch ein. Hier sind auch massig Waffen drin, ey. Ja, was habt ihr da alles gemacht? Das sind die Pistolenteile. Wir können nur noch nicht ziemlich viel zusammensetzen, noch nicht alles. Das habt ihr dann in dem Sinne alles erkraftet. Ne? Gelootet. Nein, das ist Loot. Das ist Loot. Das ist Loot. Gefunden, geprügelt. Waffenteile craften, ach, das wäre schön. Oh ja. Oh ja. Alle genug Muni, wenn ihr sagt, da draußen ist jetzt große Armee. Komm, wir haben mal eine Runde nach oben. Ich habe keine Muni, aber. Keine was? 69 Pfeile hast du mir ja gegeben. Da in der letzten Kiste, habe ich doch gesagt, sind 250. Kannst du alle nehmen. Ich mach gerade 700 neue. Ist, juhu. Level 2 in Shotguns. Oh, ich mach gerade 700 neue, also nimm den ganzen Stack. Habe ich gemacht.
Lila Footballhelm. Wir laufen auf die letzte.